Hoch oben im Himmelszelt, hinter den zartrosa Frühlingswölkchen, lebten drei kleine Osterengel, Lino, Lotta und Mino. Am liebsten tobten sie den ganzen Tag durch die Himmelswiesen, trieben allerlei Schabernack, neckten die sanften Himmelsschafe und bewunderten die allerersten Frühlingsblumen. Noch war es kalt und es schneite sogar zuweilen. Aber alle drei spürten, dass ein besonderes Licht bald erscheinen würde, das alle Herzen mit Wärme und Liebe erfüllen könnte. Was für eine Vorfreude auf Ostern! Einmal im Monat durften unsere drei Osterengel Himmelskönigin Maria in ihren hellblauen Gemächern besuchen. Wie stets hatte Himmelskönigin Maria ein Körbchen mit schneeweißer Zuckerwatte bereitgestellt, denn unsere drei Engelchen waren noch sehr klein und liebten Süßes. Dankbar und gut gestärkt spielten sich auf ihren Miniharfen ein dreistimmiges Alleluja. Sehr schön und so harmonisch rein, lobte Himmelskönigin Maria. Verlegen und errötend knicksten unsere drei Engelchen. Zu Ostern habe ich einen besonderen Auftrag für euch. Schreibt unseren Erdenkindern ein schönes Osterlied, das sie auf ihren Mini-Pianos spielen können. Aber wie soll das geschehen? Wisperte Lotta erschrocken. Wir können doch noch gar keine Noten schreiben, fügte Lino hinzu. Das lernen wir erst im dritten Jahr an unserer himmlischen Engelschorschule, sagte Mino schüchtern und aufgeregt. Seid unbesorgt, beruhigte sie Himmelskönigin Maria. Noch heute sollt ihr auf die Erde zu Schloss Himmelsschatz fliegen. Das ist eine geheime irdische Außenstelle unserer berühmten himmlischen Engelschorschule. Dort gibt es einen wunderbaren See und am Ufer wachsen schon die ersten zarten Frühlingsblumen, die Schneeglöckchen. Die kennen wir, jubelten Lino, Lotta und Mino einstimmig. Dann werdet ihr euch niederknien und diesen Spruch aufsagen. Schneegliederglöckchen, nicke mit dem Köpfchen. Und schon könnt ihr die klingenden und tönenden Noten auffangen. Sogleich flogen unsere Osterengelein durch die noch kühlen, türkisfarben schimmernden Lüfte, umkreisten die unsäglich rauschenden hohen Tannen und landeten am Ufer des wundersamen Sees von Schloss Himmelsschatz. Und wie zahlreich und leuchtend weiß dort die Schneeglöckchen schon erblüht waren. Vorsichtig knieten sich alle drei nieder und sagten ihr kleines Sprüchlein auf, Schneegliederglöckchen, nicke mit dem Köpfchen. Und wie staunten sie, als die reinen Schneeglöckchen ihnen die klingenden und tönenden Silbernoten und den stolzen Notenschlüssel spendeten. Eifrig sammelten sie alle ein, packten sie in ihre rosa Glitzertäschchen und machten sich auf den Heimweg. Natürlich nicht, ohne noch reichlich Sternenstaub auf das geheimnisvolle Schloss Himmelsschatz rieseln zu lassen. Und sie flogen und flogen in das zartrosa schimmernde Himmelszelt. Dort hängten sie die Noten und den stolzen Notenschlüssel an die Himmelszäune, hinter denen die sanften Wölkchenschafe sie schon neugierig beobachteten. Und schon ließ der erste milde Frühlingswind diese Melodie erklingen. Osterhase, Osterhase, schenk uns deine Gaben für die lieben Kinder, ganz viel Schokolade. Hopp, 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 Häschen, hopp. Das habt ihr so gut gemacht, lobte Himmelskönigin Maria. So werdet ihr zu Ostern unser Gefolge von himmlischen Osterhasen mit ihren bunten Wägelchen voller Leckereien begleiten und die Kinder mit ihrem neuen Osterlied überraschen. Da sind wir dabei, jubelten Lino, Lotta und Mino begeistert, umarmten sich kichernd und schlugen heftig mit ihren Flügelchen.